Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Talking About Horses. Mein Name ist Sandra Haider. Ich bin Osteopathin, Physiotherapeutin, Akupunkteurin für Pferde und betreibe seit fast mehr als 15 Jahren eine eigene mobile Pferdepraxis. In meinem Podcast erfährst du viele Themen aus dem Bereich Pferdegesundheit, aus meiner Praxis, aus meinen Praxiserfahrungen heraus. Ich bringe dir meine Denkansätze näher. Ich erhebe sehr gerne die Stimme für die Pferde, um zwischen den Welten zu vermitteln und dir als Pferdebesitzer oder Reiter oder Reitbeteiligung noch viel mehr Wissen rund um das Thema Pferd zu vermitteln, damit das Pferd oder dein Pferd langfristig davon profitieren darf. Ich freue mich total darüber, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast, um deinen Wissensrahmen zu erweitern und dafür zu sorgen, dass unsere Pferde eine bessere Welt gestaltet bekommen. Wo auch immer du jetzt bist, ob im Auto oder zu Hause, genieße die Zeit mit mir und hab viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe mir heute jemand ganz Besonderen hier vor die Kamera geholt, und zwar den lieben Bernd Hackel. Und ich bin ganz, ganz, ganz stolz, dass er nach langer Zeit endlich zugesagt hat, mit mir einen Podcast zu machen über das Thema Verladetraining. Lieber Bernd, magst du dich kurz einmal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen sollten? Ja. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf beim Podcast, und mein Name ist Bernd Hackel. Ich bin 50 Jahre alt. Für alle, die nicht wissen, wie viel 50 ist, das ist die Hälfte von 100. Und das muss man sich erst mal durch den Kopf gehen lassen. Willkommen im Club. Ja, genau. Und ja, ich bin Pferdetrainer, war viel mit Cowboys unterwegs und bin quasi von Beruf Westernreiter und mache meinen Job mit Jungpferden und Korrektur von Problempferden. Bist du immer schon Pferdetrainer, oder gab es auch eine Zeit davor? Oder was? Seit wann machst du das? Also lustigerweise, ich habe mit 14 Jahren angefangen zu reiten, Pi mal Daumen, und bin relativ schnell als Reitanfänger zum Pferdetrainer geworden, weil das, was ich so im Umfeld gesehen habe, war überhaupt nicht, was ich wollte. Also da waren wirklich Sachen dabei, wie man es halt so kennt, von wilde Ritte durchs Gelände mit Leuten, die nicht reiten können, Pferd, die am Gebiss pullen, Pferd, die durchgehen, also wirklich grenzwertige Situationen. Ja. Da war mir klar, okay, ich will das so nicht haben. Und mein erstes Pferd, der Maxl, der hat sich auf mein Training, Anführungszeichen, oder halt meine intuitive Arbeit mit ihm sehr gut eingelassen. Und ratzfatz haben mich ganz viele Leute gefragt, ob ich nicht ihr Pferd mal reiten würde, und die würden quasi den Maxl reiten, weil vielleicht könnte man ja da was machen. Und so hat es eigentlich relativ früh angefangen, dass ich ja eigentlich so nebenbei und zufällig Pferde trainiere oder denen halt Unarten abgewöhne quasi von meinen Mitreitkollegen. Ja, das ist sehr spannend. Eine Frage, die mich natürlich extrem beschäftigt, Bernd, wie kommt man denn ins Fernsehen? Wie schafft man das als Pferdetrainer, Pferdeprofis? Hast du lange Jahre begleitet, die Sendung? Oder du hast die Sendung ja letztendlich ausgemacht, mhm, oder zu dem gemacht, was sie mal ist, war. Wie auch immer, wir lassen es hier stehen. Alles Thema. Wir lassen es hier stehen, ist ein großes Thema, können sich andere darüber unterhalten. Aber wie kam das denn dazu? Erzähl mal. Ja, ursprünglich war Pferdeprofis die Idee von Martin Rütter, also der Hundeprofi. Mhm. Und er hat wohl bei ihm in der Produktionsfirma, bei MinaTV, gesagt, hey, was gibt's denn für Tiere, die Schwierigkeiten machen können? Also ähnlich wie Hundeprofi, halt mit einem anderen Tiertrainer. Und dann haben sie überlegt, Katzen, Hamster, Goldfische, Pferde. Und haben dann beschlossen, Mensch, hey, Pferde, da gibt's bestimmt einen großen Bedarf. Haben wir so eruiert, wie der Markt ist, also wie viele Pferde haben wir denn? Und sind dann zu der Entscheidung gekommen, sie suchen sich für eine Sendung Pferdetrainer.
und machen damit halt diese Sendung. Und dann war, ich glaube, am Anfang, ganz am Anfang, war die Andrea Kutsch irgendwie in einem anderen Format. Dann ist aber ja da dieser Ärger losgegangen mit Brandenburg oder was da im Busch war. Ich weiß nicht mehr, wie das genau war. Auf jeden Fall gab es eben einen großen Cut und es hat geheißen, okay, wir machen ein neues Format. Es heißt Die Pferdeprofis und ja, hättest du gern Lust mitzumachen? Beziehungsweise ein ehemaliger Co-Trainer von mir, der Alexander Madl, mittlerweile auch selber Trainingsstallbetreiber und sehr erfolgreich, der hat dieses Filmteam an mich verwiesen, weil er wollte es nicht machen und hat gesagt, nee, ich habe auf das Ganze keinen Bock. Aber fragt doch mal meinen ehemaligen Chef, der könnte euch da vielleicht weiterhelfen. Ja, und dann ist jemand zum Casting gekommen und es sind mehrere Menschen gecastet worden. Und ja, ich habe dann lange nichts mehr gehört. Irgendwann kam dann ein Anruf, würdest du einen Esel verladen? Den hat der Joey Kelly gerettet. Das ist ein Mini-Esel, der muss dort halt weg. Okay. Steige ich jetzt ins Auto und fahre nach Köln und hole den Mini-Esel. Und der Mini-Esel hat mir echt, der hat mir gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Ey. Ja. Ich habe erst gelacht, wie ich den gesehen habe, ja. Weil ich ausgeschaut, das könntest du dann unter den Arm klemmen, ne? Wie so ein kleines Geschäft hier. Und dann habe ich seinen Kumpel gesehen, der war übersät mit Bisswunden und die Leute haben alle Angst gehabt vor ihm und haben gedacht, okay. Ja, und anberaumt war irgendwie 1,5 bis 2 Stunden Verladetraining mit dem Esel inklusive Fahrt und wir waren dann, ich glaube, knapp 4 Stunden zu spät beim Joey Kelly. Also es war echt, das hat ewig gedauert, es war Drama. Ja, reinbracht habe ich nur, weil ich ihn austricksen habe können. Also es war reines Glück, sonst würde ich heute noch an dem Anhänger stehen wahrscheinlich. Auf jeden Fall, Joey Kelly hat super reagiert. Der hat gesagt, wie wart ihr denn so lang? Und ich habe gesagt, Joey, der wollte nicht mitfahren. Und dann sagt er, wahrscheinlich hat der keine Bock auf Kelly-Musik. Ja, höchstwahrscheinlich ist es so. Und dann war es alles ganz, ganz locker und ganz lustig. Ja. Und nach diesem Dreh haben sie dann gesagt, pass auf Bernd, das war jetzt mehr oder weniger Generalprobe. Hättest du Lust, bei der Sendung mitzumachen, wenn du ja sagst, hast den Job? Ich habe gesagt, okay, super Sache. Das ist ja spannend. Ja. Okay. Und dann hat man dich quasi als Verladeprofi dort engagiert? Na, nicht als Verladeprofi, sondern grundsätzlich halt für Problempferde und halt Probleme rund ums Pferd. Verladefälle haben wir ja im Endeffekt nur 2 gehabt. Also Verladen war immer so ein bisschen ein Nebenprodukt, außer in einer Folge. Da war Appaloosa auf einer Weide und die wurde zum Bauland. Und es war wirklich der letzte Drücker, weil halt montags der Bulldozer kommt. Okay. Ich dort halt sonntags vor Ort war und verzweifelt versucht habe, mit dem Lutz Leckebusch dieses Pferd in diesen Anhänger zu laden. Und es hat zum Glück auch funktioniert, also es war ganz okay. War aber auch ein Stück Arbeit, also muss man sagen. Der Epi war nicht ohne. Das glaube ich. Ich bin ja auf diese Folge gekommen, beziehungsweise auf dieses Thema gekommen, weil ich habe nicht immer Zeit, Fernsehen zu gucken, samstags abends, aber ich habe eine Sendung gesehen, da ging es nämlich um ein Verladen und da war der Bernd, glaube ich, so ein bisschen auch am Ende seiner Kräfte, da standet ihr mit einem Pferd in der Reithalle, erinnere ich mich noch. Das war und dieses Stute, Pferd, ich glaube, die hat mich sogar auch getreten, ne? War das nicht die Stute? Das war auf dem Fuß treten, ja. Genau. Aber das war, ich habe mir da wahnsinnig Sorgen gemacht. Das Pferd hat, ja, ich sag mal, ein kleines bisschen ein Problem mitgebracht. Sie war ja nicht nur zum Verladen bei uns. Der Laden hat so ausgeschaut, eine Longierleine hinten um den Arsch gespannt und die Frau hat dann jedes Bein 10 cm nach vorn gesetzt. Oh nein. Und dann wieder. Also es ist immer so, vorn links, vorn rechts, hinten links, vorn links, vorn rechts, hinten links. So haben wir das Pferd da rein verladen. So habe ich noch nie ein Pferd verladen. Handtuch über den Augen. Also richtig, wie man es nicht haben will. Und die Stute, ich weiß nicht, was wirklich mit ihr los war, haben wir nie rausgekriegt. Sie hat sich verbessert grundsätzlich, aber da waren Sachen vorgefallen. Gerade an dem Tag hat sie beschlossen, weißt was, ich habe eine super Idee. Ich stelle mich jetzt bei euch im Stall in den Stahlrahmen und dann baller ich mit meinem Kopf so lang an diese Stahlkante, bis der Schädel platzt. Oh. Ich bin zum Glück daneben gewesen und habe das gesehen, habe sofort der Schwimmnudel an unserem Stahlrahmen befestigt. Scheiße, Mann. Aber die war echt in Todesabsicht. Und plus, es war natürlich ein langer Tag. Aber da war ich glaube, das war einer der wenigen Drehs, wo ich wirklich grantig war. Ja, ich glaube auch. Wie ich halt so bin, wenn ich grantig bin, räume ich lieber auf und sage, weißt du was, drauf geschissen, egal, weg mit dem Pferd, ich stelle die jetzt in die Box.
weil das wird so nichts. Weil in Emotionen Pferde trainieren ist nicht mein Ding. Ja. Und ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Irgendwie habe ich gesagt, du blöder Esel, irgend sowas. Auf jeden Fall habe ich sie weggeräumt, schimpfenderweise. Das Filmteam war ein bisschen irritiert. Ich gesagt haben, ja, wie, und jetzt? Ja, jetzt gehe ich einen Kaffee trinken und ihr könnt mich alle am Arsch. Und dann bin ich gegangen und habe stehen lassen. Pferde trainieren kannst nur, wenn du die Emotionen im Griff hast. Und sobald ich merke, es entgleist was, breche ich lieber alles ab, hör auf, beruhig mich und mach dann halt weiter. Ja, das ist ja auch richtig so, weil man spult sich ja gegeneinander auf. Das ist ja. Ja. Und irgendwann geht halt gar nichts mehr, so wie an diesem Tag. Ich glaube, das war die einzige Serie, die ich mal wirklich geguckt habe. Und ich habe nur gedacht, okay, den Menschen passiert das also auch mal. Ja, da hast genau die eine erwischt. Genau die Sendung habe ich gesehen. Aber wahrscheinlich sollte ich die Sendung sehen, weil ich muss ja gestehen, ich kenne das aus meiner Jugendzeit. Wir sind immer mit den Stuten einmal im Jahr zum Decken gefahren. Und wie alt war ich denn? 14, 13, 12, keine Ahnung. Und wir sind dann, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, wir sind dann immer gefahren nach Warendorf zum Landesgestüt, zu den Hengstbeschälern zum Decken. Und es war jedes Mal eine Katastrophe. Also ich habe das Trauma mit dem Verladen, nicht die Pferde, ich. Da waren dann solche Sachen wie Decke über den Kopf ziehen oder Handtuch über den Kopf ziehen und Besen und alles, das volle Programm, damit die Stuten dann irgendwie auf den Hänger gingen. Das war jedes Mal Stress. Das war brutal, also für mich auch in dem Alter als Mädchen anzusehen, ne, wie man dort Pferde verlädt. Aber zu der Zeit war das ja auch irgendwie fast normal, dass man mit einem Besen dahinter steht und draufwämst und die Pferde dann irgendwie auf den Hänger bekommt. Und meins ist das so gar nicht. Ich habe richtig, richtig, richtig Stress in solchen Situationen. Und dann funktioniert ja auch gar nichts mehr. Ich meine, das Pferd nimmt diesen Stress ja wahr und auf und dann kannst du es sowieso vergessen. Genau, ja? Definitiv, ja. Und deswegen glaube ich, war mir das so wichtig, mit dir mal so einen Podcast zu machen und über diese Sachen alle zu sprechen und auch einfach den Leuten oder den Zuhörern draußen vielleicht mal so das ein oder andere an die Hand zu geben, was man im Vorfeld schon alles machen kann und was man einfach besser machen kann. Natürlich besser nicht mit dem Besen verladen. Und auch dieses Longen-Thema kenne ich auch. Dann hatte ich die Longe um Hals und habe mir damals den Fuß angebrochen, weil ich vom Hänger runtergekippt bin. Und also da passieren ja auch wirklich ernsthafte Geschichten. Das darf man ja nicht vergessen. Es ist ja nicht nur Sissi, was da passiert. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also verladen ist, glaube ich, eins der wichtigsten Themen und eines der größten Angstthemen. Ich sage immer, die Reiter so um uns rum haben eigentlich nur drei Ängste. Angst Nummer eins, Verlust der Beeinflussung der Geschwindigkeit, also Bremsverlust. Ja. Angst Nummer zwei, Verlust der Lenkung, dass ich nicht mehr rechts oder links kann und das Pony läuft hin, wo es will. Und Angst Nummer drei, mein Pferd geht nicht auf den Anhänger. Ja. Also die drei Ängste sind eigentlich am meisten verbreitet, so aus meiner Erfahrung. Und ja, gerade verladetechnisch, ich habe halt das große Glück gehabt, dass ich an Leute gekommen bin, die eben nach Tom Dorrance, Bill Dorrance, Ray Hunt, Buck Brenneman und so arbeiten. Mhm. Und habe dort halt eigentlich sehr schnell eine ganz andere Art von Verladen kennengelernt. Bei den einen ein bisschen strikter, bei den anderen weniger strikt. Und habe so halt meinen eigenen Weg da reingefunden. Und gerade verladen war über Jahre hinweg eigentlich eins der größten Themen, oder was heißt der größten Themen? Ich sag mal, das Thema, das mich finanziell am meisten über Wasser gehalten hat. Ja, das glaube ich. Wo ich in den USA war, ich habe in Amerika für verschiedene Trainer gearbeitet und habe dort kein Geld verdient. Also es ist halt so, du arbeitest für Kost und Logis unterm Strich und wenn du was brauchst, musst du halt irgendwoher Geld kriegen. Und wenn wir irgendwo auf dem Turnier waren, habe ich zum Bill gesagt, hey Bill, hättest du was dagegen, wenn ich quasi nicht mit euch heimfahre, sondern später nachkomme, ich muss noch ein bisschen Geld verdienen. Da hat der Bill mal gesagt, wie verdienst du Geld? Und ich habe gesagt, naja, ganz einfach, ich stelle mich auf den Platz, hinten, wo sie verladen, und warte, bis die Leute so verzweifelt sind, dass sie mit dem Futtereimer kommen. Mhm. Wenn einer einen Futtereimer hinhält und anfängt zu scheppern und sagt, bitte, bitte, Pferd, geh am Anhänger, der zahlt faktisch fast jeden Betrag, damit sein Pferd einsteigt. Ja. Und ich habe dann gesagt, pass auf, Leute, ich mache euch einen Vorschlag, $25 und ich lade das Pferd ein oder $35 und ich erkläre dir, wie ihr später wieder am Anhänger geht.
Hey, glaub's oder nicht, ich bin von so Turniere von dem Parkplatz teilweise mit 300, 400 Dollar heimgefahren. Und das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Ich habe da richtig Kohle verdient. Echt, ja. Das war der Hammer. Und es waren erstaunlich viele Leute, die gesagt haben, nee, weißt du was, verlor den, ich gehe einen Kaffee trinken. Und es waren aber auch ein paar Leute, die gesagt haben, hey, erklär's mir mal und dann schauen wir, ob ich das hinkriege. Und solche Leute habe ich immer wieder getroffen auf Turnieren. Und die sind teilweise zu mir gekommen und haben gesagt, ey Bernd, ich bin schon gar nicht schlecht, finde ich, aber kannst du mir das nochmal erklären? Was sind deine 35 Dollar? Komm, erklär's mir nochmal. Und ratzfatz waren wir 3, 4 Leute, wo uns getroffen haben. Und ich sagte, okay, pass auf, Fred, du hilfst dem und dem und ich helfe dem und dem und der Charlie hilft dem und dem. Und wir haben uns verteilt zu viert und haben da zu viert richtig Kohle gemacht, weil wir halt einfach alle Pferd verloren haben. Und das Schöne ist, wenn du mal so ein Pferd in der Hand gehabt hast und mit dem schon gearbeitet hast, die Besitzer sehen, hey, das geht relativ stressfrei, dann probieren die das eigentlich gar nicht mehr selber, sondern für 25 Dollar, der kommt und sagt, komm, da hast du deine Kohle, schmeiß den Esel drauf und fertig. Und das geht auf 5 Minuten, weil wenn du den 2, 3 Mal gemacht hast, dann machst du die Rampe auf und sagst, hey, mein Grauer, komm, einsteigen und der steigt rein. Ist kein Problem. Und so haben wir wirklich, das war super lukrativ. Ich glaube, ohne Verladen wäre ich in den USA verhungert. Echt. Aber was ist denn, also ich kenne das hier von den hiesigen Turnieren auch, ne? Also den Hängerplatz ist immer spannend, das sage ich dir. Ja. Aber ist es immer der Mensch? Also ist der Mensch der Blöde am Ende des Stricks, warum das Pferd nicht auf den Hänger geht? Nein. Was ist das? Ich habe da meine eigene Herangehensweise. Also grundsätzlich ja die eigene Einstellung zum Pferd natürlich, aber die hat ja jeder Trainer. Aber ich habe mal gesagt beim Interview, ich kann das Ganze nicht mehr hören mit, ein Pferd würde niemals aus eigener Intention etwas gegen einen Menschen machen, bla bla. Dieses ganze Gelaber und Geseier. Das würde bedeuten, Pferde sind erstens charakterlose, willenlose Wesen, wenn die ja nur was machen, wenn der Mensch irgendwas falsch macht. Das sind sie nicht. Würde zweitens bedeuten, Pferdezucht ist vollkommen sinnlos. Fakt ist, wenn ich eine blöde Mama und einen dummen Papa habe, dann wird das Kind wahrscheinlich nicht arg intelligent werden. Und es heißt nicht, dass dieses Kind nichts taugt oder minderwertig wäre, sondern es heißt ganz einfach, dass ich den halt anders erziehen muss. So, und jetzt machen wir den Sprung zum Menschen, weil manche Leute haben einfach, ich sage jetzt mal, eine sehr dominante Ader, wo vielleicht das Pferd nicht unbedingt braucht oder dieses Pferd halt zu diesen Leuten nicht passt, weil das Pferd jemand bräuchte, der defensiv ist, der einfach ein bisschen zurückhalten und hey, und der das Selbstbewusstsein vom Pferd eher aufbaut, anstatt dass es verunsichert. Und wieder andere Pferd bräuchten tatsächlich jemand mit ein bisschen mehr Auftreten, der sagt, pass auf, Pony, nein, auf gar keinen Fall, wir machen das so nicht, du machst bitte, was ich sag, und halt eine andere Führungsqualität da ist. Und da trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen. Also ab dem Punkt ist dann tatsächlich der Mensch schuld, weil halt manche Pferde andere Erziehung bräuchten als andere. Und da geht's halt dann im Verladen in einen Bereich, wo viele sagen, ja, der ist stur, bester Spruch, der weiß genau, was er tun soll, der will nur nicht. Das heißt im Umkehrschluss, der stellt sich jetzt bewusst hierher und macht Ärger, obwohl er eigentlich lieber daheim stehen würde im Stall. Solche Sprüche sind vollkommener hanebüchener Blödsinn. Das ist einfach nur, weil die Leute halt hilflos sind und nicht mehr weiter wissen. Tom Dorrance hat mal was Schönes gesagt. Er hat gesagt, wenn du jemand von einem blöden Gaul reden hörst, dann weißt du automatisch, dass wieder mal ein Pferd schlauer war als ein Mensch. Ja. Genau so ist es. Ganz genau so ist es. Aber was ist das dann? Also ich kenne das auch von, ich hatte mal einen Lewitzer-Mix, Gizmo, Gott hab ihn selig. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Keine Ahnung. Unsere Wege haben sich irgendwann getrennt. Und das war auch so ein kleiner Pissmann, der stand auf der Rampe und stand. Ja. Was ist das dann? Bin ich das dann? Wahrscheinlich, ne? Nee, es ist ganz oft Inkonsequenz in der Führung. Also sprich, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, das kann jeder nachvollziehen, aus der Hand füttern. Bei uns im Stall gibt es nichts aus der Hand. Ich verzichte komplett auf Leckerli. Ich sage immer, das habe ich von einem Freund mal nahegelegt bekommen, das ist ein guter Spruch, finde ich, wer sich ein Schnitzel um den Hals hängen muss, damit der Hund mit ihm spielt, der sollte vielleicht seinen Umgang mit Tieren überdenken. Und so ist bei mir auch, ich will nicht, dass meine Pferd ein Leckerli oder ein Leckerli-Spender in mir sehen und es hat nichts damit zu tun, ob ich es ihm nur ab und zu gebe oder ob er es nur in bestimmten Situationen kriegt oder wie auch immer.
wir geben grundsätzlich nichts aus der Hand, weil es einfach meine, ich sage jetzt mal, Autorität oder Führungsqualität untergräbt. Mhm. Ich höre so viele Leute reden von Natural Horsemanship, dann füttern sie aber aus der Hand. Es gibt aus meiner Sicht nichts Unnatürlicheres als Futter abgeben aus der Hand. Okay. Das kennen Pferde in der Herde nicht. Ich kenne keine Pferdemutter, die kommt und sagt, schau, da kotze ich dir jetzt ein bisschen Gras, lass dann schmecken, du bist so ein nettes Fohlen, zack, bumm. Im Gegenteil, die Fohlen lernen eigentlich von vornherein schon von der Mama, ob die Mama zulässt, dass er was frisst oder ob die Mama wegschickt und sagt, nein, mein Freund, du gehst da bitte weg, das ist meins. Damit der halt die Herdenregeln lernt, die hauen nicht drauf wie ein Schmied, aber die sagen den Fohlen schon Bescheid und sagen, pass auf, junger Mann, schau, dass du weiterkommst, weil das ist jetzt mein Fressen. Such dir selber was, geh irgendwo anders hin. Und da fängt ganz oft schon das Grundproblem an. Das nächste ist dann bei der Halfterführigkeit. Unsere Pferde laufen hinter uns. Wir haben 3 Führpositionen. Ich bin einmal vor meinem Pferd, einmal neben meinem Pferd und einmal komplett hinter meinem Pferd. An allen 3 Positionen möchte ich mein Pferd kontrollieren können. Links, rechts, vorwärts, rückwärts. So, in der Regel, wenn ich irgendwo hingehe, dann möchte ich als Anführer, sage ich mal, als Herdenführer, als Vorauslaufender, als Sicherheitsbeauftragter möchte ich der sein, der da vorne den Bereich im Griff hat. Das heißt, mein Pferd läuft auf einem Abstand von circa 1 Meter, 1,5, vielleicht 2 Meter, je nach Pferd, hinter mir. Mhm. Und dann oft dieses Ding, ja, aber wenn der nach vorn springt und springt um mich rein, dann haben wir ein ganz anderes Problem, weil in der Herde wird ein rangniederes Pferd nur selten in ein ranghöheres Pferd reinspringen, ja, weil er weiß, es gibt Ärger. Ja. Das macht er nicht. So. Also haben wir im Endeffekt wirklich ein Problem eher mit der Führung. Wer von uns beiden ist denn wirklich jetzt der Führer und wer nicht? Also beim Führen sind die meisten Leute neben der Schulter des Pferdes. Wo darf der Rang niedrigere hin? Der darf ungefähr bis zur Schulter, weiter nach vorn. Lässt ihn die Leitstute nicht, dann wird er verbissen. Das heißt, einmal gebe ich mein Futter ab und beim nächsten Mal degradiere ich mich beim Pferdeführen an Platz Nummer 2. Warum soll so ein Pferd einsteigen, wenn ich sage, geh doch bitte in Anhänger? Und dann kommt natürlich das Dritte. Die meisten Leute, die Schwierigkeiten haben. Ich setze mir wieder fürchterlich in den Nesseln. Aber ich sage, ach, alles gut. Kann ich auch. Die kommen aus der klassischen Reiterei. Was lernt man dort? Man lernt dort, man braucht auf jeden Fall schon mal Handschuhe. Ganz wichtig, weil Pferde sind Monster. Ohne Handschuhe geht es ja gleich gar nicht. Als nächstes braucht man 2 Longen und nochmal 2 bis 3 Leute am besten, weil allein kann man niemals Pferd verloren. Das ist alles ganz, ganz schwierig. Natürlich alles hanebüchener Blödsinn. Was die Leute auf jeden Fall lernen, die stehen in dem Anhänger und ziehen an diesen Pferden. So, an einem Pferd ziehen hat in der Regel zur Folge, dass ein sogenannter Oppositionsreflex einsetzt. Das heißt, das Pferd zieht in die andere Richtung. Jetzt, wenn 600 Kilo Pferd an 65 Kilo Elke ziehen, dann wird es natürlich für die Elke schlecht ausschauen, weil das Pferd immer mehr lernt, hey cool, wenn ich die Elke von der Rampe ziehe, dann laden wir überhaupt nirgends hin. Das nächste, was dann kommt, ist, das Pferd betritt die Rampe nicht mehr, sondern geht seitlich an die Rampe und stellt sie einfach ungeschickt hin. Die Elke sagt, ah Mist, jetzt steht er schief, so können wir nicht drauf, weil mein Pferd bricht sich bestimmt alle Beine, weil es ja ständig eintrichtert, kriegt, pass bloß auf, der stürzt, der ist sofort tot, wenn er irgendwo drankommt. Alles ist schlimm, alles ist schlimm. Also geht die Elke wieder weg von dieser Rampe und geht wieder hin. Das Pferd ist aber nicht blöd. Das Pferd sagt, schau mal, Elke, ich zeig dir einen Trick. Ich stelle mich schief, dann gehen wir nochmal weg vom Anhänger. Elke sagt, okay, mach mal. Und das machen wir dann 100 Mal. Das ist ein Teufelskreis, aus dem kommen die Leute ganz selten raus. Mhm. Wir schicken unsere Pferde am Anhänger. Das heißt, die Mittelwand ist, wo die Mittelwand hingehört. Ich lüge nämlich meine Pferde nicht an. Ich sage nicht, schau, du hast ganz viel Platz. Und später mache ich dann die Mittelwand drüber und sage, ja, verarscht, der Platz ist doch nicht da. Sondern ich hätte gern, dass mein Pferd in seine Lücke geht. Ich bleibe draußen stehen und schicke mein Pferd an mir vorbei. Es hat 2 Vorteile. Erstens, ich brauche nicht am Halfter ziehen und mein Pferd merkt nicht, wie wenig Kraft ich eigentlich habe. Und B, ich kann die Situation jederzeit kontrollieren. Das heißt, wenn ich auf der Rampe stehe und mein Pferd will von der Rampe drücken, kann ich sagen, pass auf, lauf nicht über mich drüber. Stellt er sich schräg an die Rampe, komme ich trotzdem hin, treibe dann weiter mit meinem Führstrick und sage, nee, Dickerle, egal. Und wenn du jetzt Kopfstand machst neben den beiden Rädern von meinem Anhänger, ich treibe dich so lang, bis du vorwärts gehst. Sobald er vorwärts geht, hör wieder auf zu treiben.
bleibt er stehen, richte ich nun einen Schritt rückwärts und schicke ihn dann wieder vorwärts. Warum dieser eine Schritt rückwärts? Ganz einfach. Der eine Schritt rückwärts ist im Endeffekt wie ein Kippschalter, also wie so ein Aktivierungsschalter für Anführungszeichen Stress. Stress kann sein, dass ich dann mit einem Fähnchen vorwärts treibe, mit einer Gerte touchiere, mit einem Führstrick einfach nur ein bisschen im Kreis drehe und schwinge, einfach nur die Stimme nutze. Selbst da fängt schon der Stress an. Also je nach Pferd, je nachdem, was wir brauchen, nutze ich halt dann. Aber der Einschalter ist immer ein Schritt rückwärts. Also ich richte mein Pferd einen Schritt rückwärts, dann fange ich an zu treiben und zu sagen, Dickerli, ich will, dass du vorwärts gehst. Sobald mein Pferd vorwärts geht, höre ich auf mit dem Stress. Wenn mein Pferd stehen bleibt, schiebe ich wieder einen Schritt rückwärts. Und erst wenn mein Pferd vorwärts geht, höre ich wieder auf mit dem Stress. Was zur Folge hat, dass meine Pferde wissen, hey, okay, der schickt mich einen Schritt rückwärts. Wenn ich jetzt vorwärts laufe, bis zum Beispiel auf die Rampe oder bis zum Heunetz oder wo auch immer hin, dann habe ich keinen Stress. So, und jetzt kommt der nächste Punkt. Stress verknüpft der Zuhörer eigentlich fast automatisch mit negativ. Stress ja. ist es, wenn ich zum Beispiel auf den Boden klopfe, wenn ich mit einer Fahne Geräusche mache, wenn ich mit der Stimme mache. Das fällt alles in den Bereich Stress. Stress muss nicht immer böse sein. Stress kann natürlich böse sein, vollkommen klar. Weil wenn ihr ein Pferd habt, was weiß ich, der auf der Rampe sagt, weißt was, ich habe eine gute Idee, du kriegst jetzt als erstes eine Kopfnuss, dann knall ich da eine und dann beiße ich das Gesicht weg, dann wird der wahrscheinlich ein bisschen Land gewinnen müssen, weil ich mir das nicht gefallen lasse, definitiv. Aber da mache ich keinen Unterschied, ob das ein Mensch ist oder ein Pferd oder ein Hund. Wenn mich da jemand angeht und auf mich zukommt in definitiv kriegerischer Absicht, dann wird er höchstwahrscheinlich Konsequenzen kriegen mit mir. Aber vom Grundprinzip, wenn wir einfach eine friedliche Situation haben, dann schaue ich einfach, wie viel, Anführungszeichen, Druck muss ich machen, beziehungsweise wie wenig Druck reicht, dass ich trotzdem von meinem Pferd bekomme, was ich gerne möchte. Und das ist der springende Punkt. Warum sage ich das mit diesem Negativ? Ganz einfach, es gibt nämlich noch ein Schlagwort, nämlich die Konsequenz. Wenn Menschen hören, du musst konsequent sein, dann denken die, sie müssen lauter werden, sie müssen grober werden, sie müssen heftiger werden. Das ist aber mit konsequent gar nicht gefragt. Es wird nicht noch mehr Druck gefragt, wenn ich sage, du musst konsequent sein, sondern konsequent heißt einfach nur, hör bitte nicht auf mit dem, was du tust, bis du zumindest ein bisschen was in deine Richtung hast. Weil auch da haben wir ganz oft Schüler, die fragen das Pferd, dass die vorwärts treten, das Pferd geht aber rückwärts, dann hören die auf mit dem Treiben, mit allem, was die tun, schauen mich an und sagen, jetzt geht er rückwärts. Ja, so, genau, und du belohnst ihn gerade dafür. Ja, spitzenmäßig. Ja. Treib den bitte weiter. Ja, Bernd, aber mir tun die Lippen schon weh vom Machen. Ja, das interessiert mich eigentlich nicht. Das ist mir vollkommen egal, was dir weh tut. Mach weiter. Zumindest bis er einen Schritt macht in deine Richtung. Man muss so oft bei wirklich unter Vorschule anfangen bei manchen Leuten, weil die überhaupt nicht verstehen, wie Pferde generell funktionieren. Aber es ist auch nicht verwunderlich, weil wenn du mal überlegst, unser Hauptverband der Pferde, also die FN in Warendorf, die sind ja schon bemüht, dass sie sagen, pass auf Leute, Pferde schickt man nicht in den Anhänger. Nein, du brauchst Handschuhe, du brauchst Longen, du brauchst Druck, weil das Pferd ist dein Feind, du musst ihn bekämpfen. Und das ist was ich einfach null nachvollziehen kann. Nicht von einem Pferdeverband und nicht in Bezug auf so heikle Sachen wie Verladen zum Beispiel. 99% unserer Kunden kommen definitiv aus der klassischen Reiterei und haben riesen Schwierigkeiten, ihre Pferde in den Anhänger zu bringen. Leider. Aber das wo du das gerade sagst, erinnere ich mich an meine Zeit, als ich den Basispass Pferdekunde gemacht habe bei der FN für meine Scheine. Da war nämlich auch das Thema Verladetraining eins der Prüfungen, die abgenommen wurden in dem Ganzen. Das ist ja der Mini-Pass, den du brauchst, um halt weiterzumachen. Ja. Aber da hast du recht, wir mussten das auch. Und auch das Longierabzeichen war spannend. Also so longiere ich heute kein Pferd mehr, aber nee, ich will nichts Negatives gegen die FN sagen. Irgendwer hat sich das ausgedacht, aber so würde ich heute auch gar kein Pferd mehr arbeiten. Aber so weißt, es ist auch, du sagst was ganz was Tolles. Irgendjemand hat sich das mal ausgedacht. Ja, genau.
Aber das ist doch von vornherein Mist. Ich konnte eine Pferde trainieren und sagen, hey, jetzt lassen wir uns was einfallen. Wie verlädt man den Pferde? Ach, der Hans Meier, der kann es nicht besser. Aber den, schau mal, der nimmt da zwei Longen und dann haut es schon irgendwie hin. Schreibt es auf, so machen wir es. Wenn ich heutzutage, es gibt doch einfach so viele Möglichkeiten. Buch von Bill Dorrance, True Horsemanship Through Feel. Buch vom Bill Dorrance war True Horsemanship, vom Tom Dorrance True Unity. Vom Ray Hunt gibt es Bücher, sucht da was aus. Es ist doch mittlerweile wirklich bewiesen, dass Verladen keine Hexerei ist. Dass es vor allem anders geht als das, was wir im klassischen Unterricht beigebracht kriegen. Warum in Gottes Namen geht nicht irgendwann einer her bei der FN und sagt, okay, das, was sich XY irgendwann mal ausgedacht hat, und wir dachten, vielleicht ist es eine coole Idee, ist vielleicht in Wirklichkeit doch eine scheiß Idee, es ist Zeit zu wechseln. Ja. Lass uns jemanden holen, das muss nicht ich sein, das kann wurscht wer, sucht da was aus, es gibt so viele gute Verladeleute. Den holen wir jetzt und lass uns das einfach nochmal anders machen. Mittlerweile hätte man sogar die Möglichkeit, den Stress bei den Pferden zu messen. Wann habe ich mehr Stress, wann habe ich weniger Stress und so weiter. Man könnte so viel machen, aber es ist halt einfach aus meiner Sicht kein Interesse dafür da, etwas zu ändern. Das ist ja ein Thema, wo ich immer wieder aneck, Sperrriemen. Das geht allen am Arsch vorbei. Das geht denen vollkommen am Arsch vorbei. Wie kann ich das beweisen, dass das niemand interessiert? Ganz einfach, sie haben sich der Problematik noch nicht zugewandt. Ja. Früher hat es halt gegeben, dass man schaut, wie streng sitzt der Riemen. Selbst die haben es abgeschafft. Jetzt können die Leute gerade machen, was sie wollen. Und das finde ich einfach sowas von fies und sowas von unfair den Pferden gegenüber. Und der nächste Punkt, sowas von unfair den Freizeitreitern gegenüber. Weil, wenn uns irgendwann die Tierschützer die Bude dicht machen, dann wird Ute Nimmerlein, die nur das Beste will für ihren Haflinger und ihren Norweger, der Leidtragende sein, weil die nicht nach Frankreich fahren kann zum Reiten und nach Italien und Belgien und Holland auf die Turniere, sondern weil die halt leider in der Lüneburger Heide sitzt und der sperrt es halt leider den Stall zu, weil es irgendwann heißt, ja, ist alles tierschutzrelevant. Und das finde ich sowas von fies von dem Verband. Ich finde überhaupt keine Worte, wie verantwortungslos ich da echt unsere Funktionäre halt. Ja, aber es ist ja, also das, was du sagst, ist so eins der Themen. Ich habe ja auch schon mit dem Alois Kollmann-Schweckhorst zwei Podcasts gemacht, ehemaliger internationaler Springreiter. Und da habe ich dann ja auch mal gesagt, so diese Gebisse, die man so sieht, auch gerade so im Springsport, auch im Amateurspringsport, da frage ich mich manchmal, jetzt setze ich mich nämlich in die Nesseln. Ich kann das auch ganz gut. Da sage ich manchmal, das sind ja Werkzeuge, die eingesetzt werden. Warum darf das eingesetzt werden? Ja. Und da glaube ich nicht, dass jeder Reiter so eine feine Hand besitzt, dass er es einsetzt, so wie es eingesetzt werden sollte. Ja, aber weißt du was, das geht bei den Westernreitern noch viel schlimmer. Was meinst du, was da alles unterwegs ist? Also das ist echt krass. Der Gedankengang von einer Kandare war ursprünglich feines Reiten. Das, was man zum Teil, nicht alle, aber zum Teil draus gemacht hat, ist einfach Pferden Angst machen, damit sie halt tun, was man von ihnen verlangt. Wenn ich schaue in der kalifornischen Reiterei mit den kalifornischen Bits, wie schön man Pferde reiten kann, wie weich. Du brauchst teilweise nur Muskulatur anspannen an einem losen Zügel. Das ist so ein schönes Reiten. Aber es ist halt eine Kunst, die man erlernen muss. Ja. Und das ist halt der Punkt, der immer mehr verloren geht, dass diese Kunst wenige Menschen erlernen wollen. Und die dann sehen, wie andere mit Kandare unterwegs sind, sofort sagen, ja, muss das denn sein? Nein, natürlich muss das nicht sein. Es muss schön gemacht werden, es muss schön, eine Ausbildung muss da sein, ein lockeres Pferd muss da sein. Das wäre halt der Punkt, weißt, dass man einfach die Qualität der Reiterei wieder verbessert. Ich will überhaupt nicht alle Reiter über einen Kamm scheren, weil bei den Westernreiter gibt es wirklich gute Leute, auch in der FN gibt es wirklich gute Leute. Ich habe mich vor kurzem mit der Uta Gräf drüber unterhalten. Mhm. Und die sagt, Bernd, ich bin so geschockt von dir, weil du scherst alle über einen Kamm. Nein, mache ich nicht. Aber es ist halt leider so, dass das Bild in der Öffentlichkeit
immer schlechter wird. Es wird immer mehr in den Dreck gezogen. Durch, ob es dann ein paar wenige sind oder ein paar mehr, vollkommen irrelevant, aber einfach durch Reiter, die sich halt daneben benehmen. Und da prangere ich einfach die Verantwortlichen an, ob das dann der Westernverband ist oder ob das der Dachverband, die FN ist. Die Leute müssen aus dem Verkehr gezogen werden. Schau, jetzt ist das Verfahren gegen Ludger Beerbaum eingestellt worden wegen dieser Barrengeschichte. Das verläuft einfach im Sande. Wenn es eine gute Begründung dafür gibt, ist überhaupt kein Thema. Aber dann wüsste ich das bitte. Egal, wenn ich frage, die können es mir nicht sagen. Wenn ich sage, hey, stimmt das mit dem Verfahren? Ja, wieso ist das jetzt? Ja, das war, ja, die FN sagt, das passt schon alles so und alles in Ordnung. Nein, das ist eben nicht in Ordnung, weil der Otto-Normalverbraucher da draußen nicht versteht, warum wir, so wie in der Politik, einfach Dinge unter den Tisch fallen lassen und drüber kehren und sagen, ja, vergessen und verziehen, morgen ist ein neuer Tag, passt schon. Es reicht ja schon, was die Politiker dafür Schindluder treiben. Da müssen wir doch in die Verbände nicht mitmachen. Du, wir haben, wo du das gerade sagst, wir haben hier bei uns einen Fall gehabt, der ist auch durch die Presse gegangen. Tierquälerei vom Allerfeinsten, Pferdequälerei vom Allerfeinsten. Und das ist auch so eine Sache, Bernd, dass der Tierschutzverband weiß Bescheid. Die Klagen sind eingegangen, die Stallbetreiber bzw. die Einstaller haben dort öfters bekannt gegeben, dass da einiges ganz falsch und ganz, ja, nicht artgerecht läuft. Und trotzdem gucken sie nicht hin und trotzdem ziehen sie die Pferde nicht raus, bis es dann irgendwann eskaliert und da sind Videos durchs Netz gegangen. Ich konnte es mir gar nicht angucken. Ich habe gedacht, diesen Schmerz, da sind Pferde angebunden gewesen und dann trümmert einer mit der Forke wie krank auf dieses Pferd ein. Und du denkst, das darf doch nicht wahr sein. Und die Stallleute haben wohl irgendwie Kameras aufgestellt, damit die Verantwortlichen sich das angucken können. Aber das ist ja da auch ganz schlimm, weißt du? Es sind so viele Bereiche, die einfach so grenzwertig sind. Ich bin ja sehr aktiv im Social Media, wenn ich sehe, diese tollen Reitvideos, ob das jetzt aus dem Klassischen ist, die Pferde, die an der Kandare stehen, die alles Maul offen haben und. Ich glaube, da ist auch keine Reitweise, wo du sagen kannst, da ist besser oder da ist schlechter. Es ist so viel draußen, was du dir angucken kannst und was da läuft, meine Haare werden noch grauer, weißt du, ich mal denke. Und wir sind Tierliebhaber, wir haben ja diesen Job gewählt, weil wir einfach die Pferde lieben. Ja. Und du stehst da manchmal und denkst, boah, das, was da draußen mit den Pferden passiert, das kann nicht wahr sein. Es sind Lebewesen. Für mich sind das Wesen. Ja, ich finde es halt einfach sehr traurig, weißt du, dass ein paar wenige, die sowas machen, eigentlich die ganze Reiterei in Verruf bringen und offensichtlich ein Verband überhaupt nichts dagegen macht und dem das egal ist. Und ich persönlich, ich mache mir große Sorgen, dass uns irgendwann tatsächlich das Reiten im Endeffekt verbieten, nicht morgen und nicht übermorgen, aber lass nochmal 10, 15 Jahre ins Land gehen, wenn sich nicht massiv irgendwas verändert und einer muss mal anfangen, dann sehe ich echt schwarz für unsere reiterliche Zukunft. Ja. Und das darf nicht passieren. Ich will, dass meine Kinder reiten. Überleg mal, wie viel Gutes mit Pferden und Ponys und Kinder und Arbeit mit Pferden und was das für die Psyche von einem Menschen macht. Hey, Wahnsinn. Und dieser positive Aspekt geht so viel unter. Und das darf einfach nicht sein. Und gerade jetzt im Moment werde ich sehr, sehr viel attackiert, weil ich habe jetzt 30 Jahre lang versucht, vorsichtig zu kratzen und zu sagen, Leute, lasst uns was tun. Und jetzt nach 30 Jahren ist einfach Schluss mit lustig. Ich habe keinen Bock mehr. Ich setze mir jetzt einfach hin. Wir haben jetzt eine Plattform auf YouTube, unseren 7P Ranch Talk und unser 7P Coffee Time, wo wir einfach mal wirklich anprangern und sagen, passt auf, Leute, Schluss mit lustig. Es muss sich was ändern, weil es ist nicht mehr 5:12, es ist 12 Uhr. Ja. Und wenn jetzt nicht endlich irgendeiner mal den Kopf aus dem Arsch zieht und anfängt mit anzuschieben, dann werde ich echt grantig. Definitiv. Ja, und wir haben es mit Lebewesen zu tun. Ne? Die haben ein Herz, die haben eine Seele, die haben Blut, die haben, was weiß ich, Knochen, Sehnen, Bänder, Gelenke, das ist nichts anderes als bei dir.
Und wenn ich dann immer höre, das Schmerzempfinden, wenn ich das so von den, also so aus meinem Bereich, ne, wenn Tierärzte mal sagen, er hat keinen Schmerz, wie auch immer, wer will denn das wissen? Wer will denn das wissen, wie ein Pferd empfindet? Ich stecke ja nie drin. Ich muss mir ja teilweise nur das Gesicht angucken, dann sehe ich, ob das Pferd Schmerzen hat oder nicht, ne? Ob das jetzt auf der körperlichen oder auf der seelischen Ebene ist. Also es ist schon, ja, ich finde das gut. Ich finde das sehr gut. Das kann ich hier auch nochmal gerne verlinken, den YouTube-Link. Ne? Ja, da musst du mal schicken dann. Ja. Ja, und wir müssen alle aufstehen letztendlich. Die Pferde lieben, müssen aufstehen, das ist so. Genau, wenn wir uns unser Hobby erhalten wollen, müssen wir definitiv was tun. Ja. Ich habe es beim anderen Podcast mal gesagt, weißt du, wenn es die Turniere sperren und die Turnierreiter halt nicht mehr reiten dürfen, überhaupt kein Thema, das müssen die selber wissen, alles cool. Aber was ich nicht will, ich habe so viele Leute in der Kundschaft, die wirklich das letzte Hemd dafür geben, dass ihrem Pferd gut geht. Und wenn es diesen Menschen diese Pferde verleiden oder halt da der Druck noch größer wird, dass die aufhören müssen, gutes Beispiel, Kundschaft von mir, 36 Jahre haben die Pferde gehabt in einem Offenstall. 36 Jahre, das ist eine lange Zeit. Boden ist befestigt, alles ist cool, der Stall ist ein Laufstall und die sind an einer sehr befahrenen Touristenstraße mit einem Parkplatz. Jetzt ist ihnen von der Gemeinde nahegelegt worden, sie sollen doch bitte diesen Stall räumen. Warte mal, Raphael, komm, mein Sohn rein. Alles gut. Raphael, komm rein. Komm rein. Ja, kannst du trinken. Hallo Raphael. Ah, nimm den alten Hund wieder mit raus. Da hinten. Kind muss was trinken, nutzt ja nichts. Wenn das Kind was trinken muss, muss das Kind was trinken. Nimmst du die Hunde wieder mit raus? Danke. Mach die Tür zu. Nimm den lauten Hund mit raus. Oh, Entschuldigung. Das Leben, ne? So. Also jetzt ist Ihnen auf jeden Fall nahegelegt worden, nach 36 Jahren Pferdehaltung in einem wirklich schönen Offenstall, Sie sollen die Pferde doch bitte abschaffen und den Stall räumen, weil es geht einmal in der Woche eine Anzeige ein, weil diese Pferde im Regen stehen, weil diese Pferde in der Sonne stehen, weil diese Pferde Decken drauf haben, was gar nicht geht. Im Sommer gehen Anzeigen ein, weil sie Fliegenmasken aufhaben und die Vorbeifahrenden denken, diesen Pferden wurden die Augen verbunden. Wie krank ist unser Gesellschaft geworden, hey. Es ist krass. Und jetzt geht tatsächlich die Gemeinde her und sagt, bitte schafft eure Pferde ab. Wir können nimmer. Wir haben keinen Bock mehr auf den ganzen Schmarrn. Der Platz wird geräumt und die Pferde müssen weg. Nach 36 Jahren. An dem Punkt in der Gesellschaft sind wir. Und sowas macht mich einfach unglaublich traurig. Ja. Und warum wird die Gesellschaft so? Weil eben genau solche Bilder, wie du vorher beschrieben hast, ständig durchs Netz kursieren. Ja. Es sind ein paar wenige, die das wirklich verbrechen und der Rest muss halt dafür büßen. Nur, wieder muss ich sagen, solange der Verband einfach nichts macht und es dem Verband scheißegal ist, was passiert und welche Bilder da draußen sind, schau dich auf die Turniere um. So lang wird sich tatsächlich am Bild in der Öffentlichkeit nichts verändern. Das ist sehr schade, weil es ist ja einfach viel, wie du vorhin schon sagtest, viel, viel mehr. Wenn du siehst, das Pferd, ich habe einen Podcast gemacht, das Pferd als Traumabegleiter für traumatisierte Menschen, also auch als Heilarbeiter, als Co-Trainer letztendlich. Sie haben so, ich finde, das Spektrum von dem Einsatz eines Pferdes ist mega, ja, auf allen Ebenen, ob jetzt als Reitpferd oder einfach nur als Zuhörer. Ich habe auch zwei Pferde, ich komme gar nicht zum Reiten, aber sobald ich unten im Stall bin und die sind um mich rum, ich mache die Boxen, ich mache sauber, die gehen immer in Kommunikation mit mir. Die sind da, die kuscheln, die schnuffeln, die suchen Kontakt. Schon das Brummeln, wenn du um die Ecke kommst. Weißt du, wenn die dich anwiehern und brummeln, da kommt mein Mensch, der ist da. Da unten ist einfach für mich auch so mein Kraft- und Energieort. Ich muss die gar nicht reiten. Vielleicht habe ich die einfach nur, weil ich sie habe, weil ich es toll finde, Pferde zu haben. Aber die geben einem so viel und sie ertragen so viel, was der Mensch hinzufügt. Das ist schon unglaublich. Und immer noch, ich bin ja nun mal Osteopathin und ich habe Pferde, wo ich manchmal denke, du hast auch dieses Sattelthema. Du hast einen Sattel, der ist viel zu eng, damit kann dein Pferd nicht laufen. Und ich sage mal zu meinen Kunden, du würdest keinen Marathon laufen mit einem Schuhpaar, was dir ein halbes
also eine halbe Größe zu klein ist. Und du erwartest von deinem Pferd, dass es hier absolute Leistung bringt. Du kannst froh sein, dass der dich nicht runtergebockt hat zwischendurch. Und sie sind so brav, weißt du? Sie ertragen, sie erdulden und machen ja trotzdem ihren Job. Ja, das stimmt. Und helfen halt da wirklich unglaublich. In den USA gibt es jemand, Dusty Whitford heißt er, der macht posttraumatische Störungsbehebung mit Soldaten aus dem Irak und aus Afghanistan. Und der setzt dazu Cutting-Pferde ein. Also ist auch wirklich ein super cooles Projekt, wo der macht und hat tolle Erfolge damit auch. Also Pferde sind aus unserer Gesellschaft, zumindest aus meiner Sicht, einfach nicht mehr wegzudenken. Weil sie haben zwar keinen wirklichen Job mehr, zumindest bei uns in Deutschland nicht, aber trotzdem haben sie einen Job, nämlich Menschen helfen. Einfach, dass genau. Die Menschen halt normal bleiben, sage ich mal. Ja. Also das ist, ich sehe es bei mir, ich war früher ein fürchterlich aggressiver Mensch, als Jugendlicher viel Ärger gehabt und die Pferde haben mich eigentlich auf den Hosenboden gesetzt und gesagt, pass auf, mein Freund, drum zum Beispiel auch, wie eingangs erwähnt, wenn ich grantig werde, höre ich auf mit Trainieren. Das habe ich wirklich super, super in den Griff gekriegt, dass ich sage, passt auf, Freunde, jetzt langt's mal. Ich höre jetzt auf, ich mache jetzt Pause, Thema erledigt. Und wenn die Welt absäuft, ist mir egal. Ich höre jetzt auf arbeiten, weil so bringt es nichts. Und mir haben die ganz früher auch sehr viel weitergeholfen. Deshalb fühle ich mich auch verpflichtet, den Pferden und der Reiterei zu helfen. Ja, und was du gerade sagst, ist ja auch ein Riesenfeld, die Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Viele machen, ich weiß nicht, Franziska Müller oder so, ob dir das was sagt. Ne? Das machen die, Franziska Müller ist, glaube ich, ziemlich die bekannteste unter den Pferdetrainern beziehungsweise Menschentrainern mit Pferden. Also die gehen dann eben halt ins Spiegelgesetz rein und ne, was dir das Pferd zeigt über dich, Aggressionsverhalten, Traurigkeit oder wie auch immer. Die sind dann in einem Herdenverband oder in einer Herde mit Menschen und gucken, wie sich die Herde verhält in gewissen Situationen, wenn du mit Menschen da reingehst und so. Also die sind schon, also könnte mir das auch nicht mehr wegdenken. Und sie sind halt einfach wirklich als Therapeuten, sie sind einfach Therapeuten. Es ist auch beim Reiten. Ich meine, was gibt es denn Schöneres, wenn du innerlich ein bisschen unrund läufst, sage ich mal ganz vorsichtig so, und dich aufs Pferd setzt und total abschalten kannst. Ja. Und am besten noch rausgehst ins Gelände, in die Natur. Ich meine, was gibt es denn Schöneres? Ja, das stimmt. Gebe ich dir absolut recht. Schau, ich habe noch nicht so lange her, ich habe auf die Corona-Impfung fürchterlich reagiert. Die erste Impfung war ziemlich schlimm mit Nebenwirkungen und die zweite war Katastrophe. Okay. Ich hatte Angst, dass ich meinen Beruf nicht mehr machen kann. Also schwerste Gleichgewichtsstörungen, also wirklich so, dass ich nicht mehr reiten habe können, stellenweise Augen schlecht, Gehör schlecht, such da was aus, Fieberschübe und. Und die größte Angst, die ich hatte, war nicht, dass mir irgendwas, keine Ahnung, was weiß ich, dass ich einen Hirnschlag kriege oder Thrombose oder was auch immer, das war mir alles egal. Meine größte Angst war, dass ich meinen Beruf nicht mehr ausüben konnte. Ja. Ich hab so Panik gehabt, weil man gedacht hab, ey, scheiße, das wenn nicht weggeht, ich kann irgendwann nicht mehr reiten. Und das war für mich das Schlimmste, die schlimmste Vorstellung, echt. Ich hab mich dazu überreden lassen und ich habe den, der mich überredet hat, echt verflucht. Ich habe nie so Schimpfwörter Menschen gegenüber benutzt. Oh, ich hätte mich niemals auf das Ganze einlassen sollen, weil mein Bauchgefühl halt schon gesagt hat, das ist nicht gut. Und nach der ersten hätte ich schlauer sein müssen und sagen sollen, okay, Schluss jetzt. Dann habe ich mir aber gedacht, naja, jetzt hast du die erste Impfung schon, wenn du jetzt doch irgendwo hinfliegen musst und was auch immer, dann musst du das nochmal machen. Du hast im Endeffekt 3 Impfungen, machst die zweite auch noch. Und nach der zweiten war klar, nie wieder, das funktioniert nicht, das bringt mir irgendwann um. Also ich habe es jetzt mittlerweile einigermaßen im Griff zum Glück. Und kann auch wieder reiten, kann meinen Job machen. Es sind halt verschiedene Kleinigkeiten, die noch zurückgeblieben sind, an denen kämpfe ich noch. Aber grundsätzlich habe ich wirklich panische Angst gehabt, dass ich meinen Job nicht mehr machen kann. Ja. Das war Drama, echt. Ich glaube, das haben, ich sage jetzt nicht, dass ich nicht geimpft bin, ne? Sonst gibt es noch mehr Shitstorm. Ja, ich denke mal, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, ich habe mich dazu überreden lassen und ich hätte es niemals machen sollen. Ich kenne mittlerweile so viele Leute, die da wirklich sich freiwillig dafür entschieden haben, aber halt auch den Schritt dann wirklich bereuen. Ich kenne aber natürlich auch die andere Seite, wo Leute sagen, du, pass auf, ich habe Corona gehabt und war fürchterlich, war ganz schlimm.
Aber da sind wir auch wieder bei einem Thema, ähnlich wie bei der Reiterei. Es braucht halt eine Normalität. Es braucht einfach eine gewisse schon eine Führung, die drin ist, aber keinen Zwang, der da ist. Ja? Dass du es halt, wie du sagst, ne? Wie du sagst, dein Bauchgefühl hat eigentlich gesagt, nein. Genau. Und hättest du darauf gehört, wäre das nicht passiert. Dein Unterbewusstsein hat dir ja schon signalisiert, lass es lieber, bei mir war das sehr ähnlich. Aber wie gesagt, auch noch gesundheitlich kamen da 2, 3 Parameter hinzu, wo ich gesagt habe, ich warte erstmal ab und jetzt ist es ja sowieso erledigt. Vom Grunde her hat dein Körper das gewusst. Ja, genau. Und trotzdem bist du mit der Gesellschaft mitgegangen und aus Angst, deine Arbeit halt nicht verrichten zu können, hast du das durchgezogen und dann hast du jetzt die Körperklatsche gekriegt. Einfach dumm. Dumm, aber halt wieder viel gelernt. Viel über Menschen gelernt und viel übers Leben. Weil ja so, ne, wenn dich jemand überredet, ist es ja oft seine Angst. Ne, das ist ja ganz oft. Ne? Man will jemandem was überstülpen. Es ist die Angst, die dahinter steckt. Und ja, es ist nicht immer gut, auf diese Angst zu hören. Das stimmt, ja. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Aber ja, ich habe viel gelernt und ich höre in Zukunft wieder besser auf meinen Bauch. Definitiv. Zumindest in gesundheitlichen Fragen. Aber Bauchgefühl ist ja auch, Intuition und Bauchgefühl ist ja auch ganz wichtig. Ne? Gerade wenn du sagst, du arbeitest mit Pferden oder wir mit Pferden, auf das Innere zu hören und die Intuition oder seiner Intuition zu folgen, das haben ja viele Menschen verlernt. Ja, das stimmt. Das ist ja leider so, dass viele nicht mehr auf ihr Bauchgefühl hören und die Stimmen außen so laut sind, dass sie ja gar nicht mehr dahin kommen, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Ja. Das ist ja, ne, den ganzen Social-Media-Krams. Und wie gesagt, ich habe auch dieser Hype jetzt um diese Sendung der Pferdeprofis. Weißt du was, ich sehe das in Social Media, dass sich die Leute darüber auslassen. Ich habe noch nicht eine Sendung gesehen. Ich mal denke, wann soll ich denn das gucken? Ich habe gar keine Zeit und ich versuche, solche Dinge auch einfach aus meinem Leben rauszuhalten, weil es besser ist. Ich konzentriere mich auf das, was für mich wichtig ist. Und alles andere, ja, wenn es mich ereilen soll, dann wird es mich ereilen. Also, wenn dir morgen die Welt untergeht, wird mir irgendwer schon sagen, Sandra, pack die Sachen, die Welt geht unter, keine Ahnung. So sehe ich das für mich. Mag vielleicht ein bisschen, der ein oder andere wird wohl denken, die hat eine Klatsche, ist mir aber auch egal. Ich komme so gut durch mein Leben und das schon 50 Jahre, also von daher. Ja, auch da musst du einfach auf dein Bauchgefühl hören, ne? Das ist der Punkt. Genau. Aber das ist ja beim Pferdetraining sehr ähnlich und ich glaube auch, dass da viele gar nicht, wir springen mal wieder zurück ins Ursprungsthema, das verlaufen. Aber ich glaube, dass viele es auch anders machen würden, vom Bauchgefühl her, wenn sie es halt nicht vorgelebt bekommen würden oder falsch oder nicht korrekt vorgelebt bekommen würden. Und da ist nochmal so meine Frage, was machst du denn oder was sagst du denn, wenn ich jetzt ein Pferd habe, was ich mir anschaffe? Was ist denn, ja gut, die meisten sind ja schon verladen irgendwie, wenn ich mir ein Pferd kaufe, was 5, 6 Jahre alt ist. Aber wenn ich jetzt ein junges Pferd habe, was ist denn sinnvoll, zum Beispiel in welchem Alter sollte ich denn mit einem Pferd anfangen? Weil viele lassen die Pferde erstmal laufen, aber ist das sinnvoll, mit einem Jährling schon mal anzufangen oder zweijährig schon mal anzufangen, dass man sagt, okay, schon mal, was weiß ich, du sagst natürlich nicht oben füttern, aber es gibt ja auch welche, die stellen einen Hänger mit in die Wiese und packen das Heu obendrauf oder so. Was ist denn so aus deiner Sicht einfach eine schöne Sache, wo man mal mit starten kann? Also wir haben zum Thema, wie starte ich mit dem Pferd, haben wir ein Video gemacht, haben wir ebenfalls auf YouTube, weil ich da immer den Tipp gebe, sucht euch in erster Linie mal eine Reitbeteiligung. Es gibt so viele Pferde, die froh wären, wenn sich einfach jemand drum kümmern würde oder mehr Leute drum kümmern würde. Und das haben wir ganz ausführlich eigentlich behandelt, das Thema. Das nächste ist dann, dass ganz oft ein Pferd her muss und es muss dann halt billig sein, weil jetzt will ich ein Pferd. Gibt auch einen guten Tipp. Ich würde mir vorstellen, ab Montag habe ich ein Pferd. Das ist fiktiv, das habe ich. Und ab Montag zahle ich auf ein Konto, bei dem ich anspare, jeden Monat 400 Euro Stallmiete. So, ab Montag alle 4 Wochen Stallmiete. Wenn ihr ein bisschen was übrig habt, dann denke ich mir, naja, habe ich eine Wurmkur gekauft, 25 Euro auf das Konto. Dann kommt mal der Hufschmied, was weiß ich, 80 bis 120 Euro auf das Konto. Weil theoretisch, wenn ich ein Pferd hätte, dann würde es das kosten. Ja. Roundabout kommt dich ein Pferd auf bestimmt circa 400 bis 500 Euro im Monat. Ja. Sondern jetzt, wenn du dir vorstellst, du sparst, ich nehme jetzt einfach mal 10 Monate lang, dann rechnet sich's besser. Du sparst 10 Monate, dann hast du 4.000 Euro.
wenn du 400 Euro überweist, jeden Monat 4.000 Euro. Wenn du das 20 Monate lang machst, hast du 8.000 Euro. Verstehst? Zusätzlich zu den, was weiß ich, 1.000 oder 1.500, wo es geplant gehabt hättest, hast roundabout 10.000 Euro in der Tasche. Da kriegst du schon ein Pferd dafür. Eins, das du reiten kannst, eins, wo du nicht mehr viel Training investieren musst, eins, mit dem du Unterricht nehmen kannst. Einfach ein Pferd, das nicht, ja, ich sag mal, über dubiose Kanäle von einem Händler zum anderen dort für 500 Euro verschachert, dort für 300 Euro verschachert. Ich sage nicht, dass man solchen Pferden nicht helfen muss. Aber, setze mich wieder in die Nesseln, ich sage, dass es aufhören muss, dass ein Händler irgendeinen unrittigen, hätte ich beinahe gesagt, Gaul übernimmt, halt irgendein unrittiges Pferd übernimmt ohne Erziehung, dann kriegt das Pferd Stress für ein paar Wochen und dann wird dasselbe Pferd, das er für 500 Euro angekauft hat, für 3.500 irgendeinem Blöden verkauft. Und das, auch sowas muss einfach aufhören. Nur solange halt die Leute zum Händler gehen, zum Kaufen und sich nicht wirklich genau anschauen, was sie kaufen, weil sie halt auch keine Erfahrung haben, die sie mit einer Reitbeteiligung in einem Stall, wo soziale Beziehungen zu Reiter entstehen, wo man verschiedene Pferde kennenlernt, verschiedene Rassen sieht, verschiedene Reitweisen sieht, einfach reinkommt in die ganze Pferdewelt. Das wird so viel erleichtern und so viel Fehlkäufe vor allem vermeiden. Und die Leute, glaube ich, hätten viel mehr Spaß und viel mehr Geld in der Tasche, wenn sie nicht so viel ausgeben müssten für Folgeschäden, die halt die Pferde mitbringen, weil es halt schlecht geritten worden sind, schlecht gehalten worden sind, was auch immer, sucht da was aus. Also das wäre mal der Anfang, dass man einfach sagt, okay, nicht gleich ein eigenes Pferd, dann dieser blöde Spruch, ja, ich kaufe mir ein junges Pferd, dann kann ich mit dem lernen. Was für Schlechtes, was man machen kann. Das geht meistens. Ja. Das geht meistens schief. Also ich habe seit meinem, ja, ich muss das selber sagen, also ich, seit meinem 7. Lebensjahr reite ich selber. Ich habe mein erstes eigenes Pferd, also das erste eigene gekaufte Pferd, habe ich mir mit 30 gekauft, weil man vorher halt erst Karrierejob, wie auch immer, ne? War halt die Zeit auch nicht. Und dann habe ich halt auch damals, so wie du das sagst, halt eine Pflegebeteiligung. Das gab es ja damals so. Ich hatte ein Pflegepferd so. Heute sind es Reitbeteiligungen, ich hatte ein Pflegepferd. Und dann habe ich mir mit 30 mein erstes eigenes gekauft, einen zweijährigen Lebitzer-Mix. Ich habe aber jahrelange Reit- und Pferdeerfahrung. Ich habe auch mittlerweile selbst gezüchtet schon und war im Klassischen. Ich habe im Reining-Sport geritten, also beide Reitweisen. Da bin ich auch irgendwie, im Moment komme ich nicht zum Reiten, aber ich habe sie zumindest mal kennenlernen dürfen. Ich habe mir jetzt auch wieder ein junges Pferd gekauft, ne? Und jetzt bin ich 50. Das heißt, ich habe seit 20 Jahren eigene Pferde. Tagtäglichen Umgang mit allen Prozedere. Und du stehst mit dem jungen Pferd immer vor Herausforderungen, auch wenn du so lange schon Reit- und Pferdeerfahrung hast. Also sich mal eben ein Pferd zu kaufen und zu sagen, ich mache das alles selber. Ja, ich sage, ich mache das alles selber, weil ich vorher immer Pferde hatte, die von anderen setzen wir uns gegenseitig so gerne in die Nesseln heute, ne? Die von anderen halt total versaut worden sind. Das muss ich einfach so sagen, ich kann es auch nicht ändern. Da habe ich gesagt, wenn ich jetzt Scheiße baue, dann mache ich das selber. Ne? Und aber ich habe auch Kunden, die sich junge Pferde kaufen und wirklich, wirklich, wirklich oftmals überfordert sind mit den Problemen, die sich dort auftun. Ja. Das ist nicht zu unterschätzen, ne? Kann ich nachvollziehen. Was glaubst du, wie oft wir, also ich bin ja nicht allein im Betrieb, wir sind ja zwei Trainer, wie oft wir beieinander stehen, ein Pferd anschauen und sagen, Mensch, hey, den, wenn man Roh gekriegt hätte, ne? Der, wenn einfach diese Unarten, die er hat, noch nicht hätte, mega geiles Pferd. Ja, wird ein tolles Pferd, ganz klar. Aber es ist halt wie, wenn du einen Brief schreibst. Die Sachen, die durchgestrichen sind, die sind halt immer als gekritzelt am Papier zu sehen. Es wird nie wieder weiß werden. Und das ist halt schade. Also vor allem aus Trainersicht, wenn du da denkst, Mensch, hey, schau, wie toll der wäre. Jetzt musst du halt so ein paar Baustellen umrunden. Schade eigentlich, weil es wäre eigentlich ganz einfach gewesen. Ja, aber, und auch die Zeit, die es einfach braucht. Ne? Ich glaube, da sind sich auch viele gar nicht so bewusst drüber, wie viel Zeit. Ich hab jetzt seit 1. Februar auch ein Pferdegesundheitszentrum, ein Reha-Zentrum, wo ich Pferde halt aufnehme. Wie viel Zeit wir damit verbringen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, manchmal einfach
Ruhe reinzubringen und zu sagen, so, jetzt, wo du in Ruhe bist, kann ich mit dir arbeiten. Das sind ja Sachen, die kriegt ja keiner mit im Hintergrund, die du machst mit den Pferden. Aber es sind manchmal Dinge, die du da hast, wo du denkst, so, mein Gott, was haben die denn mit den Pferden gemacht? Ne? So dieses, wenn ich meine anbinde, bin ich meine an, dann stehen die. Die kennt das gar nicht anders. Und dann fehlt mir noch eine Schere, dann muss ich noch irgendwas von oben holen. Und wenn ich wieder runterkomme, stehen die immer noch angebunden und warten. Ja. In Ruhe, ohne dass einer gestresst ist oder. Und das sind ja so Basics, wo ich manchmal denke, so dieses Grundlegende ist schon nicht gegeben. Ja. Ne, dann wie ein gutes Ranchpferd halt. Ne? Also das ist auf einer Ranch, die Pferde, die sind ausgeglichen, die sind ruhig, die stehen rum, die machen ihren Job. Also genau. So erwarte ich das auch. Kann er da ein gutes Beispiel sagen? Meine Co-Trainerin, die hat ein Pferd übernommen aus der klassischen Reiterei. Und er war wohl noch nie der Einfachste, der ist für Schweinegeld angekauft worden, wurde dann gut ausgebildet, ist für gleich noch viel mehr Schweinegeld verkauft worden und kam nach 6 Wochen nach dem Verkauf wieder und war so in die Tonne geklopft, dass er wirklich unreitbar war und hochgradig gefährlich. Richtig krass. Wir haben den dann angefangen zu arbeiten. Unterm Strich haben wir ihn dann übernommen, weil wir gesagt haben, komm, den kannst du so eigentlich nicht mehr rausgeben, der geht unter, der geht in die Wurst und das hat er wirklich nicht verdient, das ist ein ganz netter Kerl. Und Kerstin hat ihn dann übernommen. Und Wir haben mit dem das Training dann eingestellt und haben beschlossen, wir warten jetzt einfach mal, dass er einfach nur ankommt bei uns. Also, dass er wirklich ruhig aus der Box geht, ruhig rumstehen kann, egal ob der Lader fährt, egal ob ein Traktor vorbeikommt, egal ob es brennt oder nicht, vollkommen wurscht, dass er einfach runterfährt. Das Ganze hat jetzt 2 Jahre gedauert. Nach 2 Jahren ist er jetzt in einem Level, wo man sagt, jetzt ist er ein normales Pferd. Aber jetzt überleg mal, der war 6 Wochen bei diesen neuen Besitzern. Also die Leute, die ihn trainiert haben, die mögen auch Erfolg haben in der Dressurwelt und teure Pferde laufen nicht ohne Druck, vollkommen klar. Aber die sind schon in Ordnung. Also die machen jetzt nichts hochgradig, wo man sagt, ist wirklich bedenklich. Von denen ist der zum neuen Besitzer. So, und der hat sich natürlich jetzt ein teures Pferd gekauft. Da muss auch was laufen. Und nach 6 Wochen kommt der wieder und ist komplett irr. Ich wüsste gar nicht, was ich auf 6 Wochen ein Pferd antun muss, dass ich so ein Produkt kreiere. Also, es ist unglaublich. Unglaublich. Das ist so krass. Da musst du mal vorstellen, was die für einen Leidensdruck und alles gehabt haben müssen, ne? Oder was der hatte in dieser Zeit. Es ist so viel. Wir machen hier gar nicht das Verladetraining, wir machen hier einen Allgemein-Podcast. Ach so, hätten wir Thema. Oh, sorry. Ja, nein, aber das ist immer so. Ne? Dann kannst du, also die meine Podcasts hören, wissen, dass wir ja vorher immer so einen Fragebogen basteln und den geben wir raus. Aber meistens ist es so, dass es so Selbstläufer werden. Ne? Man gibt zwar so eine Richtung vor, aber letztendlich ist es das ja auch, was ein Podcast einfach lebendig macht. Ich hatte mit dem Franz Grünberg einen Podcast, weiß nicht, ob du den kennst, mit dem Horse Body Forming, der kommt aus Österreich. Und der erste war auch, der war richtig, richtig toll. Und dann hatte er mich angeschrieben und hatte gesagt, und dann hatten wir telefoniert und dann wollte er einen zweiten machen. Und dann, jetzt ist der Ton weg, bei mir war das Bild gerade weg. Und dann habe ich zu Franz gesagt, Franz, das ist viel zu technisch. Das versteht kein Mensch. Du musst wenn du das hörst, das muss ja lebendig sein. Ich sage, die Leute müssen uns ja gerne zuhören wollen. Ich sage, wenn du nur in die Fachsimpelei gehst, ich sage, dann mache ich mit dir den Podcast nicht. Das kann ich nicht. Das bin ich ja auch gar nicht. Ne? Das versteht da draußen auch kein Mensch. Und ich zum Beispiel höre Podcasts unwahrscheinlich gerne im Auto, weil ich viel unterwegs bin. Aber dann möchte ich auch mitgenommen werden. Mhm. Wenn ich dann was zu Technisches und zu Spezielles habe, dann schaltet mein Gehirn irgendwann ab. Da habe ich ja gar nichts von. Mhm. Genau. Das Schönste ist immer eigentlich frei reden. Finde ich auch. Bin ich auch der Meinung. Ja, und ob man dann noch den Fragebogen zu Ende schafft oder nicht, das ist dann halt so, ne? Aber wir haben den ja relativ gut geschafft, oder? Ich glaube, ich gucke nämlich gerade hier mal, ob wir noch irgendwas, was wir nicht besprochen haben. Vielleicht nochmal ganz, hast du noch Kapazitäten für Kurse? Gibst du Kurse? Fährst du raus für Kurse? Muss man zu dir kommen? Oder wie läuft das jetzt bei euch? Also grundsätzlich sind wir sehr, sehr breit aufgestellt. Fangen wir mal mit unserem Repertoire an. Ich habe eine Live-Show
wo ich vor Ort Pferde trainiere. Wir haben meistens ein problematisches Pferd und ein Jungpferd, so roh wir das halt auftreiben, dass wir dort mit dem Training anfangen und ich halt erkläre, was sind die Trainingsschritte und so weiter und so fort. Also es ist eine Live-Show, die zieht sich über den ganzen Tag. Dann gibt es eine On-Stage-Show, das ist ein Comedy-Programm, wo man einfach lustige Sachen, die halt so passieren als Pferdetrainer, wo du denkst, ey Alter, das kann nicht sein, das gibt's nicht, du müsstest da tatsächlich eine Story draus machen. Ja. Also wo einfach ein abendfüllendes Programm sind, 2 Stunden auf einer Bühne, das ich schon seit Jahren mache. Dann haben wir natürlich Berittpferde auf der Anlage, sind wie gesagt 2 Trainer, die Kerstin Rester, meine Co-Trainerin und ich. Und dann haben wir einen Extreme Trail Park, der ist vor allem der Kerstin ihr Ressort, die dort eben auch Pferde trainiert. Wir haben die German Open bei uns zum Beispiel vor Ort, also ein Ausscheidungslauf zur deutschen Meisterschaft im Extreme Trail. Dann haben wir Verladekurse, Bodenarbeitskurse, Reitkurse, diverse Sachen, die wir auf YouTube haben, sowohl Free Content als auch ein Mitgliederbereich, wo halt dann, ich sage jetzt mal, langweiliges, Anführungszeichen, Pferdetraining gezeigt wird. Die Idee ist entstanden, weil man bei den Pferdeprofis halt zu viel geschnitten wurde. Mhm. Ja, dort haben wir halt Trainingseinheiten, die können, was weiß ich, 10 Minuten dauern. Es kann aber 1 Stunde lang sein. Mhm. Und wir schauen, dass wir das halt ungeschnitten da reinstellen. Natürlich, wenn ich das Pferd einfach 10 Minuten Pause machen lasse, das schneide ich schon raus, logischerweise, weil 10 Minuten ein Pferd, das rumsteht, will kein Mensch sehen. Aber grundsätzlich schauen wir, dass wir das Training wirklich 1:1 begleiten, so wie es halt ist, mit verschiedenen Problematiken, mit verschiedenen Pferden und halt unser Training vorstellen. Dann, was haben wir noch? Auswärts haben wir natürlich auch Kurse, unter anderem eben auch Verladekurse. Muss aber dazu sagen, die Auswärtskurse sind relativ wenige geworden, weil wir halt zu Hause so viel Arbeit haben. Ja, ja. Dann haben wir offenes Training, wo Leute eben zum Training beobachten vor Ort herkommen können. Dann haben wir jetzt neu angefangen Trainee-Tage. Wir nennen das halt Trainee, weil eben Leute, also wir nehmen begrenzte Gruppen, das sind 5 bis 6 Leute maximal und die verfolgen uns ein paar Tage 1:1 im Training, dass die wirklich von in der Früh bis abends dabei sein dürfen, alle Fragen stellen dürfen, egal zu was für einem Thema, egal wenn die sehen, hey Bernd, wieso nutzt ihr jetzt das Gebiss, dann kann ich das erklären. Wenn der sagt, warum hat das Pferd genau die Hufeisen drauf, kann ich das erklären. Warum nutzt du den Sattel, kann ich erklären. Warum nimmst du bei dem Pferd kein Sattel, kann ich erklären. Und wir nehmen uns da wirklich stundenlang Zeit, damit wir alle Fragen so viel wie es geht halt beantworten. Darum haben wir da nur 5 bis 6 Leute, die uns da halt verfolgen. Also du siehst, unser Repertoire ist riesengroß. Dementsprechend sind unsere Tage halt auch 7 Tage die Woche, in der Regel 15 bis 18 Stunden lang. Und ja, halt viel, viel, viel zu tun. Aber wenn ich jetzt ein Problempferd habe, das kriegst du auch noch unter? Also wenn jetzt hier jemand den Podcast hört und sagt, Mensch, das hat mir gut gefallen, was der Bernd erzählt hat, ich habe da auch so ein Pferd. Ja, Berittpferde, am besten eine Mail schreiben an goodhorses@bernthackel.de. Allerdings nicht wild, einfach sagen, hey Mensch, schreib mal gleich eine Mail, weil, man muss dazu sagen, wir sind aktuell voll bis Ende 2026. Wahnsinn. Also Ende 2026 haben wir wieder Berittplätze frei. Allerdings vergeben wir die noch nicht, weil wir uns nicht so langfristig binden wollen. Ne? Weil wenn ich jetzt einen Berittvertrag rausgehe und habe den unterschrieben, dann muss ich wohl oder übel 2027 das Pferd trainieren. Ja. Ich weiß aber nicht, was noch alles für Projekte kommen. Also wir haben gesagt, wir machen jetzt mal bis 2026 voll und dann schauen wir weiter, was weiß ich, ab Mitte 2024, 2025, wo geht die Reise hin, wie verändert man uns, was machen wir? Weil so flexibel, wie wir mit den Pferden sind, sind wir auch mit unserem Programm und schauen halt, dass wir, ja, ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Leute eingehen. Weißt du, wenn zu uns Leute kommen und sagen, hey, ich hätte eine super Idee, wieso macht ihr nicht? Dann denke ich da schon oft drüber nach und denke mir, hey, eigentlich habt ihr recht, warum machen wir eigentlich nicht? So ist es mit den Trainees entstanden, dass jemand gesagt hat, ey, weißt du, es ist alles gut und schön und auf dem Kurs und alles super, aber 1:1 mitgenommen werden, einfach wirklich dabei sein, ja, wenn ihr diese Pferde trainiert, ohne Programm, ohne
so, jetzt machen wir das und jetzt haben wir das für euch vorbereitet, sondern die Pferde, die halt da sind, trainieren. Wenn es Jungpferde sind, Jungpferde, wenn es Problempferde sind, Problempferde, scheißegal. Und jede Frage stellen können. Warum gibt es sowas nicht? Dann habe ich gesagt, weißt du was? Wieso machen wir das eigentlich nicht möglich? Und wir haben da super Nachfrage, weil wirklich viele Leute daran interessiert sind und viele Leute erstaunt sind, dass wir uns einfach so öffnen, die dürfen überall hin, die dürfen jetzt Gebiss sehen, die dürfen alles anfassen, die dürfen dabei sein einfach, als würden sie bei uns im Stall als Mitarbeiter vorhanden sein. Es gibt nichts zu verstecken, es gibt keine Geheimnisse und jetzt nehmen wir aber das Gebiss nicht, weil sind ja Leute da, häng's mal in die hintere Sattelkammer, was auch immer. Das gibt's bei uns nicht. Wir nehmen die Sachen, die wir nehmen, und die sind nach bestem Wissen und Gewissen, und ich kann wirklich alles erklären, wenn einer was wissen will, und da nehmen wir die Leute einfach mit und holen sie ab. Und das ist auch noch mega sympathisch, hoch 10 quasi. Ich habe ja zu Anfang gesagt, also wenn man den Bernd ja aus dem Fernsehen kennt, ne, dann denkt man ja so, ein Fernsehstar. Nee, auch auf der Kamera kommen, da habe ich den Bernd das erste Mal gesehen auf seinem Roller zum Autogrammkartentermin. Da warst du schon zu spät. Dann habe ich einfach von der Seite geschrien, ey Bernd, ich will dich persönlich kennenlernen. Ja, später, ich habe keine Zeit. Also ich finde, das macht dich ja auch einfach unsagbar sympathisch. Das ist ja mal so. Ne? Du bist nicht arrogant, du bist nicht, ich meine, da gibt es ganz andere, die im Fernsehen waren, die brauchst du so von der Seite nicht anquaken. Aber ich fand das total schön. Gut, wir haben es nicht geschafft auf der Equitana, aber dafür habe ich ja die liebe Kerstin gelernt. Ja, und ich muss ja sagen, ich habe auf der Equitana echt ein schlechtes Gewissen gehabt, aber wir waren so eng getaktet, wir haben so viele Termine gehabt. Ich wusste immer wann, wie, wohin. Und ich bin froh auf jeden Fall, dass du mit der Kerstin dann in Verbindung kommen musst, dass ich sprechen habe können, weil ich habe dich halt einfach stehen lassen müssen und weg. Und ich habe da immer echt ein schlechtes Gewissen, aber es hilft halt nicht, es ist halt so. Da hat der Bernd der Sandra einen Korb verteilt, sagen wir es doch mal so. Volle Knecke, leider volle Knecke, ja. Nein, aber das war auch für die, die jetzt zuhören, mit Kerstin gibt es dann auch noch einen Podcast. Wir haben uns dann über die Extrem-Trail-Geschichte unterhalten auf der Equitana. Das war sehr spannend und sehr interessant für mich. Deine Arbeit kenne ich ja schon viele Jahre, auch wenn ich nicht jede Sendung gesehen habe, aber man guckt ja sich schon mal auch das ein oder andere Buch an, ne, so im Laufe der Jahre. Aber Kerstin, das mit dem Extrem-Trail, das fand ich schon, sie hat mir heute noch ein Video geschickt, da habe ich gedacht, das ist mal auch echt eine richtig tolle Sache mit den Pferden, ne? Ja. Hey, weißt du was? Wir schicken da ein Buch, Kerstin und ich haben ein Buch miteinander geschrieben, Extreme Trail Parcours heißt es. Das schicken wir zu. Das ist echt auch cool, also ist wirklich ein gutes Buch, Mann. Ich habe schon gesagt, das ist natürlich schade, dass ihr so weit weg sitzt, weil als ich Kerstin da heute rüberreiten sehen habe, habe ich gedacht, Mensch, das wird dir auch Spaß machen. Das fand ich schon. Ja, und es ist für die Koordination, Trittsicherheit, fürs Gebäude, für die Muskulatur, das ist schon eine tolle Sache für die Pferde, ne? Absolut, absolut. Und ich muss wirklich Werbung für Kerstin machen, weil ich habe wirklich schon viele Co-Trainer gehabt und viel gute Pferdeleute bei mir in der Ausbildung gehabt, aber ich habe noch nie jemanden gehabt, der so empathisch und so, ja, halt einfach das Ganze lebt. Echt, da ist echt der Wahnsinn. Also ich bin echt immer wieder aufs Neue begeistert und ich schaue ihr so gern zu bei dem, was sie macht. Es ist wirklich ein super, super toller Mensch und ein mega guter Pferdetrainer. Ja, und das muss ja auch einfach passen, ne? Wenn man so eng miteinander arbeitet. Ich habe ja auch so eine tolle Kollegin an meiner Seite. Das ist schon viel, viel wert, wenn es menschlich einfach gut harmoniert. Ne? Und wenn man dann noch weiß, oder wenn jeder weiß, wo er steht, diese Augenhöhengeschichte, das ist schon, das hat man nicht mit vielen Menschen, glaube ich. Genau, glaube ich. Das ist schon mega toll. Bernd, du hast noch viel, viel, viel Arbeit heute, denke ich mal. Ihr müsst ja auch noch die Tiere versorgen, wahrscheinlich heute Abend. Ja, was haben wir schon noch zu tun? Ja, ich will auch gar nicht mehr zurück in das Thema reingehen. Ich glaube, wir haben genug über das Verladen erzählt. Und wenn die Leute Fragen haben, ich verlinke das hier drunter unter den Podcast. Ich werde den in den nächsten Tagen fertig machen und einstellen. Werde euch noch ein Vorab-Exemplar schicken. Mhm.
kann nur sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das mega schön, super sympathisch. Ja, viele Fettnäpfchen haben wir getroffen, keine Ahnung, ist auch egal. Das sind halt wir, ne? Das dürfen wir so sagen. Eben. Und eben. Ja, vielleicht machen wir irgendwann nochmal was zusammen. Ich würde mich riesig drüber freuen. Gerne. Vielleicht, wenn deine Leute sagen, zu welchem Thema sie was hören möchten, dann machen wir mal wirklich eine Liste und dann arbeiten wir die Liste durch. Kein Thema, also bin ich gern dabei. Ja, mega cool. Das kriegen wir hin. Vielleicht nicht so zeitnah, aber das kriegen wir hin. Alles gut, cool. Dann sage ich vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Gerne. Auch an euch da draußen, dass ihr uns ertragen habt. Bernd, alles Liebe, alles Gute, hab eine wunderschöne Zeit. Jawohl. Ganz bald. Jawohl, danke für die Einladung und mir hat es auch mega Spaß gemacht. Alles klar. Bis dahin, alles Liebe. Ciao. Tschüss.